Prinzessin Charlotte, niedliche Reaktion, verzauberte beim Weihnachtsgottesdienst. Am Abend des 23. Dezember wurde der Together at Christmas Gottesdienst, der von Catherine Princess of Wales, 40, ausgerichtet wurde, im britischen Fernsehen übertragen. Am Anfang des Monats wurden die Feierlichkeiten mit Gesang und Lesungen bereits aufgezeichnet. Mit dabei war auch Kates Tochter, Prinzessin Charlotte, 7, die mit ihrem Verhalten das Herz der Zuschauer innen berührte. Die Kinder von Prinz William, 40, und Kate wurden von den Zuschauer innen besonders für ihr tadelloses Verhalten gelobt. Charlotte sang fleißig mit ihrem Bruder Prinz George, 9, mit und genoss sichtlich die zauberhafte Atmosphäre der weihnachtlich geschmückten Westminster Abbey. Über einen Programmpunkt freute sich die kleine Prinzessin scheinbar ganz besonders, einen Auszug der Weihnachtspost des Paddington Bears. Charlotte reagierte ganz aufgeregt auf die Ankündigung, dass Schauspieler Hugh Bonneville einen Brief der beliebten Kinderbuchfigur vortragen würde. Sie drehte sich zu ihrer Mutter Kate, die neben ihr saß, und flüsterte ihr mit strahlenden Augen etwas ins Ohr. Ein breites Lachen konnte sie sich nicht verkneifen. Auch Catherine, Princess of Wales, teilte die Vorfreude ihrer Tochter. Vermutlich hielt sie diesen besonderen Programmpunkt vorher geheim, um ihre Kinder damit am Tag des Gottesdienstes zu überraschen. Den Together at Christmas Gottesdienst widmete Kate der verstorbenen Queen Elizabeth, 96. In ihrer Ansprache betonte sie, was bestimmt auch Charlotte weiß, ihre Urgroßmutter und der Paddington Bear waren gut befreundet. Vor 6 Monaten lud die Monarchin die Kinderbuchfigur zu Tee und Gebäck ein. Ein Marmeladenbrot hatte der dafür bekannte Bär aber natürlich trotzdem für Notfälle in seinem Hut versteckt. Die besondere Beziehung zwischen den beiden wurde während des Weihnachtsgottesdienstes noch einmal aufgelebt. Sehr zur Freude von Prinzessin Charlotte. Verwendete Quellen: Daily Mail Co. UK, YouTube.com.